24.000 Stunden nichts. Die gleiche Leere, schon wieder, und es wundert nicht. Das hundertste Konstrukt zerbricht und begräbt uns unter sich. Tausend Gesichter fragen, wer ihr Anführer ist. Wir sind Kanonenfutter, das sich aneinander misst, das einander frisst und bei jedem gottverdammten Krieg die falsche Flagge hisst. Kämpfen gegen Zeit, unser Antagonist. Wir sind unfertige Gemälde von einem toten Zeichner, göttliche Komödie, Figuren wie Geister, sieben Akte gereimt, Gesang wie Geschrei, der Engelschor singt oben weiter. Wir sind Eintagsfliegen auf verzweifelter Suche nach ewigem Leben. Doch warum sollte es nach Folterungsszenen überhaupt etwas Ewiges geben? Wir sind Schachfiguren deplatziert in Schwarz und Weiß und Trist. Ist ein Kampf um das Nichts, hat der Sinn kein Gewicht, ein Gesicht, das sich ständig vergisst. Kämpfen gegen Zeit, unser Antagonist. Das Purgatorium ist Illusion, warum fühlt sich das so echt an? Jeden Tag konfrontiert mit denselben gesichtslosen Wächtern. Jeden Tag offene Münder wie ein Flehen nach dem Weg raus. Prometheus in Ketten, die letzte Opferkerze geht aus. Doch die letzten Kreise stehen aus. Die letzten Kreise stehen aus. 24.000 Stunden nichts, dem eine endlose Runde, die selbst die härtesten zerbricht. Werde 1000 Tage durch knietiefe Blutlachen warten, mich darin suchen, doch ich erkenne mich nicht. 24.000 Stunden nichts, werde warten, bis sich Klarheit in mein Scherben bricht. 24.000 Stunden nichts, solange es Zeit meinem Antagonist.